Ja, einen schönen guten Morgen. Es sieht so aus, als ob wir hier einen Angelteich hätten. Ja, und ob da was drin ist, werden wir jetzt gleich feststellen. Ich habe nämlich Hundefutter dabei. Oh, da hat sich sofort was bewegt. Mal gucken, wann die ersten Fische kommen. So, damit die in Ruhe das Futter finden, gehe ich jetzt erstmal bis da nach hinten, guck mir das Ganze mal an. Das sieht ja sehr schön aus hier. Der Jem, der findet das auch klasse. Ja, hier morgendlich ein Spaziergang hier auf unserer Anlage. Ja, da hinten bewegt sich jetzt was. Die haben also mitbekommen, da ist was Futter. Das werden wir jetzt jeden Morgen machen. Mal gucken. In den nächsten Tagen werde ich mal eine Angel zusammenfummeln hier. Ah, jetzt spritzt schon das Wasser. Jetzt hat sie also rumgesprochen. Yep. Oh oh, man sieht, da ist einiges. Und große. Welse sind das. Also so 30, 40 cm haben die. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass so viele jetzt kommen. Ja, Jem, du brauchst nicht zu weinen. Wir haben noch Futter zu Hause. Schaut euch das mal an. Da lacht doch das Anglerherz. Florenz hat eine Nahrungsquelle gefunden hier auf unserer... Na, wir sind ja nicht auf einer Insel. Guten Morgen, liebe Leute. Heute ist Fishing angesagt. Bitte möchte nicht gefilmt werden. Das Make-up stimmt noch nicht. Der Jem, der sucht sein Plätzchen. Ja, gestern Morgen waren ja so viele Welse da, die ich angefüttert habe, und gestern Abend waren Fische da, da war gar nichts. Wir hatten also keine Lust zu beißen. Und habe ich schon zu Pitti gesagt, heute Morgen zu der gleichen Zeit wie gestern gehen wir jetzt mal dahin, füttern da an. Und gestern habe ich mir auch noch eine Angel gekauft. Und wir versuchen jetzt mal unser Glück. Hier ist eine wunderbare Ruhe. So, dann stellen wir jetzt mal die Kameras auf. Yes, I know. I told you. Many, many, many. Coming now. Okay, he haven't. You have a fish? Hook? Okay, you have the first. Why? Not yummy. Come on, lift up. That was it. Come. Oh, wait. We're making it this way. Again. Again.
next one. It's bigger. Ja, jetzt hat einer gerade den Angelhaken abgebissen. Ich habe Gott sei Dank noch Reserve. Mein Papa wird sich jetzt bestimmt darüber freuen, dass der Sohnemann jetzt auch mal fischt. Ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr. Die haben jetzt mitbekommen, was los ist hier. Dass da wohl einige rausgezogen worden sind. Wir müssen jetzt die Location wechseln. I think we have to go there, far away from here. Yeah, you have to do this morning something. You know how dangerous it is when I have it in my skin? Yeah, but why you do it? Yeah. Ich glaube, das hat sich jetzt rumgesprochen, dass da jetzt 3 gekillt oder 4 gekillt worden sind. Einer ist mir aus der Hand. Ja. Wie immer, die Thais können ja alles. Also. Und Jem, der traut sich jetzt auf den Ponton auch. Und ich glaube ja, jetzt werden die Fische so richtig verscheucht. Aber man darf ja nichts sagen. That's not a good idea. Because it wave and the fish hears this, that somebody is here. It's different. Jam, come. I come tomorrow by myself. Come. Nada, come. You must be quiet. Die Angel sieht aus wie Sau. Die hat jetzt die ganze Leine, die hängt schon runter. You can put it in the garbage or the fish come now. Okay. Oh. Titi hat wieder einen Fisch. You have not properly. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe nicht viel gelernt. Der Haken ist weg. Wir haben auch kein Blei da dran gemacht, oder ich. Das soll ja schwimmen. Aber ich werde mir heute einen Schwimmer kaufen und damit man besser rausschmeißen kann. Oh, jetzt werden bestimmt einige Angler lachen über unser laienhaftes Angeln, aber macht Spaß. Ich habe jetzt schon 2 Knoten dran gemacht. Papa, wie war das nochmal damals? Ich habe es vergessen. Also small one. Okay. Du bist ein Baby.
Hi, Bitty hat einen. Blutverschmierte Hände. Also, ist ein schönes Hobby ist er nicht. Ja, ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dass wir hier sind, oder die Pitti. Pitti hat jetzt einiges zu tun hier mit der Schnur. Komplett verwackelt, komplett verdreht. Ich würde jetzt ein Gummiband drum tun, wenn sie das richtig gemacht hat. Und dann sollte die Schnur nicht so ohne weiteres runtergehen. Zumal wir ja sowieso nur hier im Umfeld ja, fischen. Das sind das Positive. Okay, wir haben jetzt 4 Fische. Vielleicht kommen wir morgen nochmal. Die tun wir in die Tiefeltruhe rein. Die mache ich dann gleich sauber. Und dann sehen wir morgen mal weiter. Ich glaube, das ist jetzt vorbei. Okay. Gut, we go.